Ich muss die irgendwie anders machen. Sonst habe ich da keine Chance gegen die. Muss mich da schon ein bisschen distanzieren bei diesen Gegnern. Du gehst mal bitte weg, weil du mich gerade störst. Och man, ja. Richtig. Dieser Dungeon kotzt mich an. Ich möchte bitte noch irgendwas erreichen in dem Part. Beziehungsweise in dieser kompletten Aufnahme. Was heißt, ja, eigentlich habe ich ja was erreicht, aber ich habe kein Leuchtfeuer gefunden. Das macht für mich die ganze Sache wiederum, ja, nichtig. Denn ich fange jedes Mal am selben Punkt wieder an. So, hier sind die erstmal schön beschäftigt, die beiden Echsenmänner. Sich hier blechen lassen, treffen, ja, kontern lassen. Dann halt, ja. Ja, oder einfach so machen. Das ist auch eine Idee. Ja. Warum nicht gleich so? Da haben wir der Typ hier ein Problem. Danke. Die Pfeile waren gerade mal nützlich. Wozu ist er da unten da? Ich will ihn aber nicht, ich will ihn aber auch nicht groß herausfordern. So, jetzt kam der da oben. Eigentlich, wenn die schreien, kann man sich gut backsteppen eigentlich. Eigentlich auch eine gute Idee. So, dann kam er jetzt eher hier. Ah, jetzt hätte ich ihn backsteppen können. Genau, rin. Was? Ja, ist klar. Berühre den Stein, krieg Schaden. Ist richtig. Das macht so viel Sinn. Okay, so weit, so gut. Fahr schon mal hier durch.
Nee, 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 nochmal falle ich nicht drauf rein. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Jetzt fahre ich mal nach ganz oben. Ja klar, ist richtig, als hätte ich's geahnt. Das ist aber bestimmt nicht. Moment mal, wenn ich da unten lang kann. Also ich kann die Shortcut von. Also ich kann unten eine Shortcut aufmachen. Ich gehe mal hier lang, weil hier war ich noch nicht. Ach so, hier komme ich bei dem an. Das heißt, der Weg zur Shortcut ist ein anderer Weg. Und ich denke mal, wenn die erstmal offen ist, diese Shortcut, habe ich da auch bessere Karten. Das Problem ist jetzt gerade, dass ich den Weg nochmal gehen muss, der sich hier befand. Aber im Grunde war der Weg hier kein Problem. Wo kommen die Felsen eigentlich her? Achso, die kommen von da oben angerollt. Ich dachte, die könntest du hochrennen, aber es geht wohl nicht. Dich ignorieren hier und dann ganz schnell hier um die Ecke. Beziehungsweise um die Ecke. Was ist da hinten eigentlich? Wenn ich jetzt hier durchgehe, ja, toll. Was ist da hinten? Wenn ich jetzt hier durchgehe. Okay, da hinten ist ein Shiny. Das kann ich mir eigentlich gleich. Das kann ich mir eigentlich mal holen. Goldener Schlangenring. Was ist das denn? Was ist das denn Schönes? Ein Helsring und ein Hartstahlring. Was macht der goldene Schlangenring? Erhöhte Chance, Gegenstände aufzufinden. Okay. Was ist das da unten? Ach, war klar. Oh, das ist mies. Das weiß man nicht. Man rennt dahin, guckt, ob da was ist. Und dann passiert genau so ein Scheiß. Oh, ist das gemein. Ist das gemein? Und noch immer kein Leuchtfeuer in Sicht. Aber ich habe hier und da eine Strategie entwickelt auf meine Art und Weise, wie ich jetzt was geregelt bekomme. Also wie ich jetzt welche Stelle geregelt bekomme. So, die plöppen alle runter. Beziehungsweise fast alle. Ja, wunderbar. Tschüss. Jedenfalls so in etwa kann ich die Stelle ganz gut meistern. Jetzt heile ich mich mal eben und kümmere mich dann um den Köttel da hinten. Ja, der. Erst, der mich erstmal gleich schockiert. Hä? Alter, was ist das denn für eine Scheißattacke?
So, für die Frechheit kriegst du jetzt mal vollends auf Maul. So. Das hast du sowas von verdient. Das hast du sowas von verdient, du Mistvieh. Das Gebiet, muss ich sagen, ist echt noch schwerer als Schandstadt. Es ist um einiges schwerer als Schandstadt. Oh, scheiß Tischkirchen aus dem Weg. Ich will ihn wegsteppen. So, zack. So, jetzt kam die Köttelpassage hier mit den Kugeln. So, diesmal gehe ich da nicht vorne lang. Den Schlangenring habe ich ja. Die Truhe falle ich auch nicht nochmal rein. Vor allem jetzt verstehe ich, warum hier Blut ist auf dem Fahrstuhl. Okay, da komme ich schon mal da hoch. Das ist gut. Wieder hier bei dem Mechanismus. Den will ich jetzt umlenken, dass er mich nicht mehr stört. Dann kann ich hier weiter hoch. Okay, jetzt kam der Scheiß wieder. Man den wahrscheinlich rüberspringen oder so. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Das ist ein Leuchtfeuer. Schön wäre es ein Leuchtfeuer. Wäre das schön. Aber nicht hier. Das. Oh, das war knapp. Ach, stimmt ja. Hier war ja auch noch so einer. Oh ja, natürlich doch. Okay, jetzt du da oben. Oh Mann, ja, natürlich genau im falschen Winkel. Na komm runter. Was für eine Scheißbrühe. Also zum einen muss ich sagen, finde ich die Gegner extrem geil. Und zum anderen extrem nervig.
Aber da vorne ist noch ein Shiny, das hätte ich gerne. Auch wenn das ziemlich gefährlich gerade ist. So. Eine große Scherbe. Naja, gut, okay. Und noch drei Flakons. Und noch kein einziges Leuchtfeuer. Ah ja, stimmt, jetzt kann man die Passage hier. Nein! Och Mann, schon wieder an der gleichen Stelle. Ich krieg das Kotzen. Schon wieder an derselben Stelle. Wieder und wieder und wieder. Habe ich bisher irgendein Leuchtfeuer gesehen? Nein, natürlich habe ich noch kein Leuchtfeuer gesehen. Das wäre ja sozial. Aber es ist Dark Souls. Da gibt's kein Sozial. Oh ja, natürlich. Nicht ein einziges verkacktes Leuchtfeuer bisher gesehen. Ich sitze hier bald fast 2 Stunden dran an dem Scheiß und habe bisher noch nicht ein einziges Leuchtfeuer gesehen in der Festung. Nicht ein einziges. Es ist traumhaft. Es ist die schönste Festung der Welt. Es macht echt Spaß hier zu sein. Die Gegner sind echt loyal. Loyal sag ich schon. Sozial. Die Fallen sind super. Huhu, toll. Ein Spaß für die ganze Familie. Es kann nicht mehr getoppt werden. Natürlich sind beide da. Leck mich am Arsch. Alter, verpiss dich langsam, oder du nervst.
denke noch Brandbomben übrig. Ich habe noch einen Jauchkalender, aber ich glaube, das wird mir nichts bringen, weil ja, die Dinger spucken ja schon mit. Die Dinger spucken ja schon mit ihrem Zeug rum. Aber was mich aufregt, was mich wirklich gerade aufregt, ist, dass ich jedes Mal an derselben Stelle sterbe. Ich mich auch gerade frage, warum bewegen sich die Steine plötzlich anders, als ich sie bewegt hätte. Als ich sie bewegt habe. Ich habe sie nämlich jedes Mal irgendwie anders bewegt. Was heißt jedes Mal anders? Ich habe sie teils ja anders bewegt. Oder bleiben... Ich frage mich auch, bleiben diese Hebel immer an derselben Position oder ändert sich die Position? Das würde mich mal interessieren. Hat sich die Position verändert oder nicht? Ja, danke Tisch, dass du mir im Weg stehst. Komm, hau den mal kaputt.